Und jetzt schauen wir noch einmal zurück zum Jahreswechsel und zum traditionsreichen Silvesterlauf in Peuerbach, der heuer sogar eine aktuelle Olympiasiegerin am Start hatte. Die heimische Elite verpasste das Siegespodest allerdings knapp. Fast 900 Läuferinnen und Läufer, so viele wie noch nie, sind beim Silvesterlauf-Klassiker in Peuerbach am Start, angefeuert von 10.000 Fans. Und das, obwohl es Österreichs Laufsportelite angesichts des noch einmal stärkeren internationalen Feldes immer schwerer hat, es den Helden von einst nachzumachen, wie hier Siebenfachsieger Günther Weidlinger oder Dietmar Milonik, Gewinner 1983 und 86. Man hofft bereits auf die nächste hoffnungsvolle rot-weiß-rote Laufgeneration. Es wird vielleicht noch das eine oder andere Jahr dauern, wir haben aber einen guten Nachwuchs. Unsere Nachwuchsathletinnen und Athleten sind wirklich am Vormarsch und zeigen, dass man sich auch als Österreicher nicht verstecken muss. Eine, die zukünftig versuchen soll, die jetzt 30-jährige Durststrecke ohne österreichischen Damensieg zu beenden, ist die 19-jährige Milonik-Tochter Lena. Die 3000-Meter-Staatsmeisterin ist zum ersten Mal in Peuerbach am Start. Das Rennen ist ja sicher auch meine Nummer wahrscheinlich zu groß. Aber wir haben eine Einladung bekommen. Ich habe gesagt, fahren wir hin, nehmen die tolle Atmosphäre aus. Aber ich denke an, in 2-3 Jahren sehe ich dann das Ganze schon ein bisschen anders und da kann man dann schon weiter vorne mitlaufen. Gell? Noch ruhen allerdings die heimischen Hoffnungen auf der 19 Jahre älteren Andrea Meyer sowie Nada Innerpower. Mit einem gemeinsamen Ziel ist der Topfavoritin, 3000 Meter Hindernis-Olympiasiegerin von Rio, Ruth Chepet aus Bahrain, so schwer wie möglich zu machen. Die Olympiasiegerin gibt auf dem 5100 Meter Rundkurs von Beginn an das Tempo vor. Bereits nach dem ersten Renndrittel kann sich die 21-Jährige von Perut Chemotai aus Uganda absetzen, hier mit Nummer 52. In der ersten Verfolgergruppe die Österreicherinnen Nada Innerpower und Andrea Meyer mit den Startnummern 56 und 57 Schulter an Schulter. Lena Milonik doch schon mit Respektabstand. Ruth Chepet, bereits zweite 2015, gewinnt letztlich souverän und wie erwartet sogar ein neuer Streckenrekordzeit von 15 Minuten und 38 Sekunden. Ich bin hierher gekommen, um mein Rennen zu laufen. Ich bin sehr froh, 2015 war ich bereits Zweite. Ich bin froh, dass mir das gelungen ist, noch dazu mit Rekord. Sehr gute Österreicherinnen Nada Innerpower unmittelbar vor Andrea Meyer auf den Plätzen 4 und 5 verpassen das Podest nur knapp. Ich bin gerade auf diesem hohen Niveau und ich will es noch mal wissen. Und ich denke, ich habe noch ein paar Jahre und das Stockerl ist definitiv das Ziel jetzt. Bedeutend knapper ist das Rennen im Lauf der Asse der Herren. Da spekuliert der Niederösterreicher Andreas Wolter mit einem Stockerlplatz. Es wäre der erste für Österreich in Peuerbach seit 9 Jahren. Und der 25-fache Staatsmeister hier im gelben Trikot mit der Startnummer 5 hält lange mit der hochkarätig besetzten Spitzengruppe mit. Unter anderem mit der Startnummer 1 Viktor Tschumo, der Dreifachsieger. Mit der 3 Richard Ringer, der starke Deutsche. Und mit der 2 der Weltranglisten-Erster im Straßenlauf Abraham Cheruben aus Bahrain. Bis zur vierten von 8 Runden ist Wolter auf Tuchfühlung mit der Weltklasse. Das Siegespodest geht sich aber erneut nicht aus. Wolter belegt, angefeuert von Günther Weidlinger, wie im Vorjahr, Platz 5. Ich jetzt mit meiner 28 Jahre, muss schon schauen, dass ich da noch vorne mitkomme. Aber ja, wie gesagt, ich bin ein Spätzünder und von dem her war es schon. Der Sieg geht im Zielsprint wie in den letzten 3 Jahren an Viktor Tschumo aus Kenia, vor dem deutschen Richard Ringer. Abraham Cheruben, der schnellste Halbmarathonläufer der Welt, muss sich mit Platz 3 begnügen. Die internationale Konkurrenz ist also auch beim 37. Raiffeisen-Silvesterlauf in Peuerbach zu stark. Die lange Durststrecke ohne heimischen Podestplatz geht weiter. Ich werde es vermutlich nicht mehr werden, da bin ich einfach schon zu alt und werde immer älter leider. Vielleicht können es in Zukunft die Kinder der Sieger von einst richten, wie Lena Milonik, die beim Debüt 12. wird.